Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und der großartige MS Standard zeigt ja die Arcade-Version von Frogger. Und da dachte ich mir, dann zeigst du einfach mal ein paar Versionen, die es auch gab. Das ist die gute alte PC-Version von Frogger. Seid froh, dass ich den einfach mal den Sound weggeblendet habe, weil er verträgt sich irgendwie gar nicht mit der Emulation. Aber schon, der Sound ist sensationell, ne? So schön. Also vom Gameplay ist das sogar vollkommen okay, auch wenn es nicht so aussieht. Auch wenn man hier so sich eine Menge Animationsphasen gespart hat. Aber es ist spielbar. Und ich zeige euch mal einfach so, mal gucken, ein paar Sekunden von dieser Version. Die ist nicht so großartig stark, aber ihr seht schon, es geht. Es geht. Ja, und so sah mal PC-Gaming aus. Bevor dann die Grafikkartenschlachten losging. Es hat manchmal auch Vorteile, dass sich was tut. So, komm, das schaffen wir jetzt auch noch. Wir können vielleicht, das ist in dieser Version interessant, auf drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden starten. Und natürlich, so, komm, sammeln wir ein, da gibt es nicht mal eine Animation. Für die Leute, die das wissen wollen, das ist auf 314 Cycles runtergestellt. Aua. Das war unfair. Jetzt glaube ich, wisst ihr, was ich mit dem Sound meine. Sensationell. Kommen wir zur bekannteren Atari-Version von Frogger, nämlich die Parker Bros-Version. Das ist die, die sicherlich die meisten von euch gespielt haben. Das ist auch die, die ich selber gezockt habe und... Ihr werdet sehen, die ist nicht ein sensationeller Arcade-Port, aber ist auf jeden Fall spielbar. So, wir gucken mal. Wir kämpfen uns mal einfach ein bisschen durch und freuen uns, dass die erste Schildkröte taucht. Das ist schön. Das freut uns. So, die taucht doch bestimmt auch gleich wieder. Natürlich. So, kommt da was? Ja... Den haben wir zu Hause. Ihr seht, das ist nicht die stärkste Version. Also, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen verstehe ich wahrscheinlich auch, dass es dann eine zweite Version gab, die besser ist. Die ich aber, glaube ich, habe ich die in echt jemals gesehen? Ich weiß es nicht. So, zack, passt auch. Hopp, einmal ein bisschen Speedrun sozusagen. Einmal fleißig über die Autobahn und dann in das Feuchtbiotop oder wo der Frosch von Welt heute so hingeht. Bin da nicht so Insider. Ich weiß, wird euch sicherlich überraschen, ist aber so. Oh, das war die Wand. Vor die Wand ist nicht gut, das nehme ich schon mal vorweg. Das ist sehr tödlich hier. So. Einmal auf das Ding. Also ihr könnt die Froschdame, auch wenn ihr so wollt, durch den halben Level mitnehmen. Was mache ich denn jetzt? Eine Rundreise? So, passt doch. So, kriegen wir auch das... Ich sag mal, die Beschell... Ja, ich nenne es einfach mal die beschissenste Stelle im Level hin. Und ihr seht natürlich, es geht alles nach rechts. Wir müssen ganz nach... Links. Da muss man einfach pokern. Ja, das war die Parker Bros. Version auf dem Atari 2600 und jetzt kommt die nächste Version. Da ist die, Anführungszeichen, offizielle Version. Die bin ich ganz ehrlich, hatte ich auch nicht. Ihr seht, die sieht besser animiert aus. Und die war wirklich von Sega. Es gibt auch einen Nachfolger von Frogger. Frogger 2. Den habe ich dann gar nicht mehr gekannt. Also ich weiß aber, dass der auch für einige Systeme rauskam. Boah, tolle Musik. Passt nicht wirklich, aber dafür kann ich euch sagen, ist diese Version flüssiger. Aber sonst ist es Frogger. Tja, was willst du machen?
Oh, haben wir jetzt sogar mal die Fliege bekommen. Das war also dann sozusagen ein Perfect Run. So ist das was, wenn man Highscore-Jäger wäre. Für die zwei, die wahrscheinlich bei Frogger noch auf Highscore gehen. Heutzutage. Ja, komm und rein mit dir. So, genauso geht's dann weiter. Also ihr seht, die Version ist... Es ist Frogger. Nein, machen wir uns nichts vor. Nur die Version, kann ich euch sagen, wenn ihr eine Chance habt zu wählen, nehmt die. Das ist Frogger auf dem Mattel Intellivision. Entschuldigt den Hörsturz. Der Intellivision. Eine unglaublich geile Soundmaschine. Ja, wir spielen witzigerweise alleine. Wir spielen auch Level 1. Und jetzt, ja, seht ihr die Intellivision-Version, die spielbar ist. Das Einzige, was mir natürlich super auf den Zwirn geht, ist die Musik. Aber die musste nun wirklich nicht sein. Es gibt auch, das ist ganz lustig, es gibt auch x-tausend Frogger-Versionen für den ZX Spectrum. Froggy und sowas, die werde ich euch jetzt hier nicht zeigen, aber ich habe es mir mal angeguckt. Die könnten in die gleiche Soundqualität gehen. Und ihr seht, was ihr vielleicht auch ein bisschen mitkriegt, hoch, runter ist super, links, rechts könnte dieses Spiel ein Upgrade gebrauchen. Aber sonst ist es Frogger. Es funktioniert. Also auf dieser Plattform macht er dann nichts falsch. Ach, das war sogar human. Das war eigentlich aufs Eck. Beim Atari wäre ich jetzt tot gewesen, aber hey. Ach, und der ist jetzt versunken. Okay, das war's schon. Okay. Krieg ich doch noch Punkte. Ist egal, wir machen jetzt einfach weiter. Seht ihr, jetzt ist nämlich tot. So kenne ich das. So mag ich das. Uah, ihr seht, links, rechts. Kann ich nochmal die Musik laufen lassen? Dann lasse ich mal die Musik durchlaufen, ne? Ihr sollt ja schließlich auch leiden. Ja. Wie schon gesagt, ist nicht unbedingt eine Soundmaschine. Es gibt, weiß ich nicht, wie viel Versionen von Frogger. Also, wer da noch Versionen hat, die ich jetzt hier nicht zeige, und da gibt es sicherlich genug, einfach Videoantwort. Nochmal in Erinnerung, MS Standard macht die Arcade-Version. Ich mache so ein paar Versionen, die ich kenne, sagen wir mal so. Ich kenne auch nicht alle, aber ich denke mal, ein paar kenne ich doch. So, ihr wisst ja, Atari durch, Intellivision durch, ihr wisst, was jetzt kommt. Willkommen zur ColecoVision-Version. Ja, ihr könnt ja selber entscheiden, ob das jetzt wieder die beste Version ist von Atari Intellivision und eben ColecoVision. Soll ich ehrlich sein? Ich bin da nicht ganz so sicher. Also sie ist vom Gameplay, das kann ich euch sagen, also vom Handling, sicherlich nicht schlecht. Aber sonst, da konnte der ColecoVision einfach deutlich mehr. Was mich gleich zu dem Thema bringt, das wollte ich eigentlich euch gar nicht antun. Aber ich dachte mir, hey, ich muss mich auch mal selber zwingen. Es ist ja ein Konami-Spiel. Und ihr wisst ja, Konami ist ja ein Fan der MSX-Plattform gewesen. Eigentlich der Fan, wenn man so will. Oder beziehungsweise das Unternehmen, was das System mit meisten unterstützt hat. Ja, es ist kurz und schmerzlos, wie ich hier so spiele. So. Es gibt hier auch eine Möglichkeit, das auf Slow zu spielen, aber ihr habt jetzt so viel Frogger-Versionen gleich gesehen. Ihr wollt, glaube ich, gleich Frogger gleich gar nicht mehr sehen. Ja, ich sag ja, es ist ein Konami-Spiel, also könnt ihr davon ausgehen, es gibt auch eine MSX-Version davon. Ich sag's mal vorweg, die ist eigenwillig. Die ist eigenwillig, aber die seht ihr jetzt.
Wir sind auf der Plattform, wo dieser Kanal eigentlich anfing. Ihr wisst ja, ich habe ja mit MSX Games angefangen, sei es Metal Gear, sei es Vampire Killer, also das MSX Castlevania, sei es Goonies, Penguin Adventure, was ich immer noch unglaublich stark finde, oder eben dann auch Ushash. Ja, und es gibt auch Frogger. Ich kann euch sagen, es spielt sich genauso, wie es aussieht. Ich glaube, das war das Modul 704, also die MSX Konami Modul hatten immer so eine 700er Nummer. Ist also ein sehr frühes Game, das muss man dazu sagen, aber guckt euch Athletic Land an, guckt euch Arctic Adventure an. Oder was es da noch so gibt. Ich glaube, selbst Time Pilot war eins der früheren. Und dann gucken wir uns dieses Game hier an. Joa. Kann man machen? Muss man nicht. Vielleicht mache ich für einen schlechten Gag daraus mal ein längeres Video, weil ich glaube, das müsst ihr noch ein bisschen länger genießen, dieses Ding. Das habe ich also tatsächlich nicht selber im Schrank. Also falls das irgendeiner hat, und ich glaube nicht, dass es heute nochmal zockt, ich hätte Interesse. Ja. Also ihr seht, das ist nicht die stärkste Version, die ich kenne. Wirklich nicht. Ich glaube... Oh, sind wir gestorben. Ja. Komm, das machen wir jetzt noch. Eben fertig. Dann habt ihr das auch übertragen. Habt es nicht nur sogar übertragen in eine andere Welt, sondern auch überlebt. Ganz wichtig. Tja, das war die MSX-Version. Toll, ne? Wenn wir schon die MSX-Version machen, dann darf natürlich auch die C64-Version nicht fehlen. Das ist ein Sierra-Produkt. Ihr seht das schon richtig. Ja, das ist Sierra Online. Genau, die gleichen, die später mit King's Quest Karriere gemacht haben. So, dann legen wir mal einfach los. So. Das ist jetzt nicht so fast, wenn ich das mal sagen darf. Ist okay, die Version, ne? Aber ist jetzt auch nicht gigantös. Um es mal einfach nett zu formulieren, aber ist okay. Was hat mich denn da gekillt? Oder bist du gerade getaucht, mein Freund? Ich glaube, es hängt. Sollst nicht während der Aufnahme tauchen. Wo sind wir denn hier? Ich will nur mit Profis arbeiten. Und die Musik ist natürlich, naja, ne? Man braucht nicht immer komplette musikalische Begleitung, das nervt eigentlich eher. Aber vom Gameplay, super in Ordnung die Version, ihr seht das, die ist flüssig, die funktioniert. Grafisch kann man, glaube ich, auch alles erkennen. Es tauchen witzigerweise nicht, aber ist ja egal. Habt ihr es auch mal gesehen? Das war die C64-Version. Es gibt, glaube ich, auch eine VC20-Version. Da habe ich nicht so viel Ahnung von. Also, wer mir das als Videoantwort schicken will, hier eure Chance. Kommen wir nun zu meiner ersten richtig klassischen Gaming-Plattform. Wir sind auf dem Philips G7000. Und auf dem Philips G7000 gab es auch Parker Games. Super Cobra, Frogger, Popeye und Qbert. Die haben die alle sehr gut hinbekommen. Gut, Popeye ist vielleicht nicht die größte Version, die werde ich euch mal irgendwann auch zeigen. Aber die Version ist schön. Also der hatte kaum Power unterm Hintern und sie haben es jetzt einfach mal geändert, dass sie das dementsprechend einfach mal in zwei Screens geändert haben. Einmal in die Straße, einmal in den Tümpel. Sehr vernünftig, aber es ist alles drin. Ihr habt die Fliegen, ihr habt die Dame und ich kriege gerade super den Hintern versohlt, aber den Philips G7000 oder G7400, was ich dann immer empfehle, wenn wirklich Sammler sich dafür interessieren, weil ne, aufgrund der Plus-Backgrounds ist es doch ganz interessant. Und man findet den 7400er kaum noch. Ich mache das super, ne? Ich mache das super. Aber trotzdem ist eine starke Frogger-Version. Vielleicht mache ich mal zu den Parker-Spielen hier mal was. Es gibt von Imagic gibt es auch Games auf dieser Plattform. Ach, da war ich wieder ein bisschen zu risky.
Aber eben nur zwei Stück einmal, eben Atlantis und Demon Attack. Aber vielleicht mache ich das einfach mal als kleines Special. Ihr seht ja, so wahnsinnig groß sind die Games nicht. Das war der Videopack. Ein bisschen was habe ich noch. Oder ich sage mal, das Seltsamste kommt zum Schluss. Ich drück's mal einfach so aus. Kommen wir zu den etwas obskuren Titeln, und zwar beides mal auf einer Nintendo-Plattform. Fangen wir mal mit dem Nintendo Game Boy Color an. Ja, da gibt's einen Frogger. Ihr habt wahrscheinlich genauso geguckt wie ihr gerade. Und es ist eine interessante Version. Seid mal einfach gespannt. Es gibt noch, glaube ich, eine Konami Collection. Ob Arcade Advance oder sowas für den GBA. Da ist auch Frogger drauf. Das scrollt sogar. Oder wisst ihr was? Das zeige ich euch gleich auch mal. Habt ihr das auch mal gesehen? Das ist ja. So lang ist das Video ja nicht. Ja, wir sind auf dem Game Boy Color. Und das, sag ich mal, sieht gar nicht so verkehrt aus, ne? Ist aber richtig nice geworden. Also, es ist nicht unbedingt ein Remake. Aber schlecht würde ich es nicht bezeichnen. Das ist spielbar, das sieht man, glaube ich. Die Froschdame kann man gleich auch in einer anderen Version als Froschdame erkennen. Hier vielleicht noch nicht. Aber gut, wir sind ja auch, ne, hier für offene Beziehungen und wir haben das 21. Jahrhundert und so, ne? Ihr wisst ja schon. So, ich guck mal, schaffe ich den Level? Aber die Version, also wenn ich die mal irgendwo finde, weil Gameboy-Titel, da gehe ich nicht rein. Das ist bestimmt das Krokodil, ne? Oder soll es die Fliege sein? Ach, das ist die Fliege. Okay. Gut. Ja, manchmal muss man auch was riskieren im Leben. So ist das, meine Damen und Herren. Da machen sie nix. Ja, Frösche, halt. Da werde ich gleich auch noch was zu machen. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Das lasse ich mir natürlich nicht weg. Wenn wir schon ein Live-Let's Play sozusagen haben, baue ich das natürlich hier auch noch mal ein. Das war doch ein schöner Level. Achte auf listige Krugs in Level 2. Ja, mache ich. Aber jetzt nicht. Das ist die Version, von der ich gerade sprach. So, komm, starte mal durch. Wir nehmen die deutsche Fassung, weil Arcades sind ganz schwer und sehr textlastig. Das wissen vielleicht manche gar nicht. Da, gehen mal wieder in die Vergangenheit. Und zwar richtig in die Vergangenheit. Ihr seht, Frogger. Scramble, auch schön, wenn man so will. Eigentlich der Urvater von Super Cobra und Time Pilot. Das möchte ich auch mal machen. Wer da ein bisschen, vielleicht ein paar verschiedene Versionen von Time Pilot. Hier, Kung Fu ist auch eine geile Idee für verschiedene Systeme. Ja, gut, Green Barrett. Da bin ich ja mit der MSX-Version schon gestraft genug. So. Und ich zeige euch jetzt einfach mal nur mal eben kurz Frogger. Dann seht ihr das, was ich meine. Die Version ist eben in dem Punkt ganz nice gemacht. Also das Scrolling fand ich eine super Idee. So, ja, komm, mach mal hin hier. Ja. Haben noch keine Zeit. So, bitte. Und dann scrollt das Bild. Finde ich lustig. Finde ich cool gemacht. So, mach mal Gas, dann kann ich mir natürlich die Fliege nicht mehr schnappen. So, machen wir nochmal einen Versuch. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ah, jetzt haben wir sogar einen Perfect Run. Das ist doch ein wunderbarer Punkt. Dann kann ich das doch hier gleich abschließen. Also, das ist die Version mit Scrolling. Finde ich echt nice. Kommen wir zur letzten Frogger-Version, so möchte ich es mal sagen. Es ist Zeit für den Super Nintendo. Ja, auch da gab es Frogger. Und ich bin auch ganz ehrlich, auch da habe ich es nicht erwartet. Ihr seht schon, von wann das ist. Da ist es dann schon mit einer Hasbro-Lizenz. Also, das ist dann schon alles sehr neu geworden. Es sieht aber echt ganz nice aus. Da, ihr kennt das, das ist schon vom Game Boy so. Und die Super Nintendo-Fassung, grafisch, echt wuff. Also. Es gibt dann natürlich noch andere Versionen für PlayStation. Gibt es noch irgendwelche Games, die auf
ich sag mal, fast auf Frogger basieren. Es gibt irgendwie Frogger Adventure noch, was ich so irgendwie gesehen habe. Aber sonst hier vom Layout, und ihr seht die Bremsen tatsächlich. Das sind jetzt auch Tierfreunde. Und da ist die Froschdame. Sie sieht jetzt auch so aus, wie man sie erwartet. Mit so einem Schleifchen. Oh mein Gott. Mrs. Pac-Man wäre wahrscheinlich total neidisch darauf. So, komm. Jetzt machen wir einfach nochmal ein Ründchen. Und dann kriegt ihr natürlich gleich nochmal das Highlight der Retro-Börse in Bochum 2013. Frösche. Live. Let's play. Andere brauchen dafür eine große Bühne. Wir machen es so. Und wir machen es unplugged. Ah. Highlights, die man nicht vergisst. Ich möchte jetzt also doch noch ein bisschen... Also, den Level möchte ich dann doch noch schaffen. Also, ist ja jetzt nicht so schwer. So, Perfect Run. So, komm. Und jetzt einmal abschließen. Vielleicht ändert sich das dann auch grafisch. Das wäre natürlich ein Knaller. So, komm, nehme ich dich natürlich auch mit. So, schafft die Fliege noch. Super. Komm, mach einen neuen Level. Gators. Alligatoren. Naja, grafisch verändert sich da nicht viel. Aber wie schon, jetzt haben wir auch Krokodile. Das kennen wir aus dem Original-Game. Ja, das war die Super Nintendo-Fassung. Jetzt habe ich noch ein Highlight. Und dann habt ihr dieses Video auch wieder überstanden. Wie angedroht, hier ist nochmal das Let's Play von Frösche. Ja, Retrobörse Bochum. So wie ich mich kenne, wird irgendwo noch das Video verlinkt sein. Also ich werde auch nochmal extra einen Link reinmachen, wer die Impressionen und das, was ich gefunden habe, auch nochmal sehen will. Ja, dann nochmal Dank an den großen MS Standard für die Idee, Frogger zu machen. Ich denke, ihr habt jetzt eine Menge Versionen gesehen. Jetzt seht ihr nochmal einfach Frösche und... Wieder sozusagen ein Live-Let's Play auf einer großen Bühne, sozusagen. Ja, ich bedanke mich nochmal, ne, ob ihr bis jetzt durchgehalten habt und zugesehen und gelauscht habt und was auch immer. Wenn ihr noch weitere Versionen kennt, gerne als Videoantwort. Dafür ist das da, solange es diese Funktion noch gibt. Und sonst, ansonsten, kommentiert, bewertet, macht einen Daumen und ja, dann gucken wir mal, ne, was da so passiert. Also ich habe sicherlich noch ein bisschen was vor. Ihr wisst ja, das ist jetzt erstmal aktuell der Monat der Let's Plays, aber geht davon aus, ein paar Reviews und sonstige Sachen habe ich eh noch auf der Pfanne und da habe ich auch noch ein bisschen was vor. Und da wird auch noch ein bisschen was passieren. Ja, dann sage ich einfach schon mal danke. Lass es damit ein bisschen ausklingen. Schreibt dem MS Standard einfach mal, er ist für mich persönlich der Froschkönig 2013. Das wird ihn freuen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und so gesehen, ne? Ihr wisst ja, jede Fliege könnte eure letzte sein oder so. Wir sehen uns. Tschüss. Und hier nochmal für die Ewigkeit, euer Froschkönig.